im Eistanzen, aber die Paare haben gezeigt, dass man sehr wohl sehr kreativ sein kann. Jetzt aber zu dem, ja, man kann nicht mehr sagen Überraschungsmedaillengewinner, aber nachdem er beim Kurzprogramm, nach dem Kurzprogramm nur Neunter war, ja dann am Ende doch, vom neunten Platz ist er noch auf den Bronzemedaillenplatz vorgesprungen. Dennis Ten, letztes Jahr Zweiter bei den Weltmeisterschaften und viele wissen es nicht, aber er ist ein Abkömmling des berühmten koreanischen Generals Min Ki-jung-ho, Katharina. Und deswegen läuft er wahrscheinlich auch Warriors of Kasachstan als Musikgrundlage seines Schautanzes. Dennis Ten aus Kasachstan. Und auch er, Katharina, hat sich in die Geschichtsbücher eingetragen. Denn noch nie zuvor in der olympischen Geschichte hat es ein kasachischer Läufer im Eiskunstlaufen auf einen Medaillenplatz geschafft. Überhaupt in 3 von 4 Disziplinen wurde Geschichte geschrieben. Bei den Herren Yuzuru Hanyu als erster Japaner mit Gold, er eben aus Kasachstan mit einer Medaille dekoriert. Dann im Einzellauf natürlich Adelina Sotnikova als erster.